Leute, sehr dramatisch endete der letzte Part. Jetzt sind wir im 91. Und ich checke für diese Mission nochmal meine Einheiten. Oh, ich könnte sogar Tsubaki mitnehmen. Überlege aber tatsächlich, ob ich Midori mitnehmen soll. Sie ist halt echt... Aber der hat so schöne hohe Verteidigung. Obwohl er beim letzten Mal nicht dabei war, er könnte jetzt schon zu schwach sein. Ja. Oh Mann, ich kann auf einmal so viele mitnehmen. Ah, die Musik ist schön. Ach Mann, okay. Kana, sehr, sehr cool. Ich glaube, Tsubaki... Ja doch, ich nehme den Tsubaki mit. Habe ich noch einen weiteren Heiler dabei. Rüste ihn aber noch mal ein bisschen besser aus, natürlich. So, Tsubaki. Stab hast du noch. Und du kriegst noch... Guck mal, ich habe ja sogar einen Speer. Da muss ich mal gucken, wen ich dem gebe. Boah, Senders Lanze ist richtig makaber. Ihn mit seiner eigenen Lanze killen. Aber nee, geht nicht. Silber Naginata vielleicht? Weil er kann das halt alle tragen. Er hat ja Rang B. Donner Naginata. Nee, das ist eine magische Waffe. Die ist dann doof. Ach komm, dann einfach Räuber Naginata. Ist ja Geschwindigkeit plus 3. Warum nicht? Und einfach Hinokas Speer. Oder ich gebe ihm einfach wirklich den Speer. Obwohl, nee, der ist ja... Gebe ich Oboro lieber einen Speer? Sie hat auch Waffenlevel B und könnte den Speer tragen. Genau, ich nehme mal lieber den hier. Langspeer für ihn. Und den Speer gebe ich aber dafür Oboro. Die ist ja eher so eine starke Einheit hier. Ach ja. So. Okay, Takumi, alles klar. Soweit sind ja immer noch alle super krass ausgestattet. Ich werde mir jetzt eventuell den Stab wegnehmen. Oder halt auch der Doppelkatana, weil ich brauche, wenn dann nur Edel und Drachenstein Plus. Irgendein Besuchersiegel, voll cool. Und gebe mir, glaube ich, echt ein Heilmittel mit. Für den Fall, oder hier eine Mixtur am besten. Noch schnell 20 KP wieder her. Oder habe ich irgendwie... Ich habe ja nochmal Stiefel. Habe ich irgendwie was Besseres? Nee, Mixtur ist schon das Beste. Für den Fall, weil ich halt echt mich nicht heilen werden kann. Oder halt nicht so unmittelbar. Okay, okay. So, ansonsten haben die ihre geschmiedeten Waffen. Fiese Schuriken. Okay. So. Position. Ja, man, er greift mich ja tatsächlich auch nicht an. Er hat nur Siegfried dabei. Er ist Level 18. Ja, ich bin Level 17. Wie viel Angriff hat denn der? Alter, er hat nur 36 Angriff. Habe ich meinen Drachenstein Plus angelegt, kann er mich nicht treffen. Er kann mir dann einfach keinen Schaden machen. Ist das übel. Aber okay. Ich muss ja, glaube ich, ähnlich, ne? Ich glaube, ich muss zwei Schalter erledigen oder so weit. Ich gucke mir mal die Strategen hier an. Ob hier irgendeiner eine Falle hat oder sowas. Boah, hier ist sie einer als Erzritter inzwischen. Mit irgendeiner Blutfähigkeit. Ist hier ein Stabnutzer mit Falle. Ne? Das ist ganz wichtig. Ne, bisher haben sie nur Stärkung, was aber auch eine krasse Waffe ist. Stärkung heilt so extrem. Stärkung. Nein. Okay, bisher keiner da, der sowas hat. Oder verpasse ich jetzt hier irgendwelche Einheiten, die sowas haben könnten? Nee. So, man muss ja irgendwie, glaube ich, ne, damit die Türen aufgehen. Der kann nichts machen, wenn ich mein Dings habe. Oder ich weiß nicht, ne? Wer weiß, was der hat. Noch in Wahrheit, mal schauen. Ja, dann würde ich ja fast dann positionsmäßig erstmal hier so ein paar hinterstehen lassen weiter. Und kombiniere ich einfach schon mal Einheiten, weil ich halt ja möchte, dass die irgendwie trainiert werden. Hier sind lauter Berserker, die haben keine Chance. Ja, gegen Ryoma. Wenn ich Ryoma einfach hier hinschicke, damit der ihn schon mal tötet, dann ist das erledigt. Kombiniere ich die beiden deshalb gleich mal zusammen? Warum eigentlich nicht? Ich überlege jetzt echt, ob ich ein bisschen auf Kombi spiele. Weil, ja, ne, obwohl die beiden hier sollen wir schon zusammen angreifen. Und die beiden sollen aber noch ein Paar werden, deswegen mache ich mal echt die von Anfang an hier als Kombi. Mal schauen. Ist alles so traurig, Mann. So, okay. Die auch etwas schwächeren Einheiten trotzdem noch nach hinten. So, hier sind ja eher Magier, ne? Obwohl, nee, doch, hier sind Magier. Sie nicht. Nee, sind auch nur Fette. Okay, da müsste dann eventuell Oboro was machen. Okay, so, ich würde mal sagen, das speichere ich jetzt mal. Und dann legen wir noch los mit der Mission gegen Sender. Den Boss besiegen. So, ja, guckt euch das mal an, ja? Angriff. Alter! Ich muss ihn in der Bus besiegen, da ist die Mission vorbei.
Ja, und okay, mit Drachenstein Plus macht er mir 2 Schaden. Ich weiß nicht wieso. Was war denn deswegen? Ich warte dann erstmal natürlich. Ich rüste mir den Drachenstein aus. So, alles klar. Ich habe jetzt 39 Verteidigung. Und er macht mir trotzdem 3 Schaden. Warum? Ich guck mal kurz. Was ist denn sein Skill? Einheit fügt Gegner mit vollem KP plus 2 Schaden zu. Alles klar. Okay, gut. Also wenn er mich einmal angegriffen hat, danach kann er kein Damage mehr machen. Wenn die Einheit verursacht plus 3 Schaden, wenn sie auf einem neutralen Feld kämpft. Okay, also doch, alles klar. Da muss man mal gucken. Schaden von Drachenstein und so was alles wird halbiert. Oder was? Ja. Naja, okay, das ist ja okay. So, hier ist alles soweit im Rahmen. Okay, dann würde ich ja echt mal sagen, Ryoma, walten Sie bitte Ihres Amtes. Ist ja noch... Alter, 0 Trefferchance! Es ist ja noch sehr am Anfang. So. Here we go. Wir sind noch richtig krass am Anfang. Ne, wenn jetzt irgendwas schief laufen sollte, hier, wie sich die lief immer so mega hart oder sowas, ne, dann ist es halt so. Ja. Ist ja nicht so schlimm. Soll nicht deren Training hier vergessen? Alter, Unheilstor, ich mach mal hier Pferdetritt. Okay, macht leider nicht so viel. Dann lieber doch Unheilstor. Break it on. Himmelsspalter. Boah. Ja, kein extra Schaden gemacht. Es macht keinen extra Schaden. Warum? Weiß ich gar nicht, warum. Ich weiß ja nicht, wie Himmelsspalter genau funktioniert. Level up. Man denkt einfach nur extra Schaden. Aber diesmal schon öfter hat es keinen extra Schaden gemacht. Aber egal. So. Vor allem Sender kann einfach hier irgendwen angreifen. So, was mache ich denn jetzt? Okay, es kann ja nur er hier kommen. Mit einem Silberschwert. Also die hat hier Stärkung, ist nur zum Heilen da. Okay, dann würde ich echt einfach auch mal probieren, dass sie jetzt eventuell mit dem Wächterding den hier mal anlockt. Obwohl, Alter, ist der stark. Ach man, die hat echt nicht so viel Verteidigung dafür, was sie eigentlich darstellen soll. Soll ich ihr den Klingenbrecher mal geben? Das wäre ja auch nicht schlecht. Mit Klingenbrecher ist auf jeden Fall... Ne? Ah, wird sie gedoppelt? Ja, scheiße, die wird gedoppelt denn. Obwohl, warte mal, nee, dann mag ich mal schnell hier ein bisschen sammeln. So, Klingenbrecher. So, und ich sammle einfach nochmal ein bisschen Glück. So, wo ist eigentlich, achso, ich wollte gerade sagen, wo ist ein Takumi? Ah, der ist hier. So, der steht einfach immer daneben. So, dann mal hier gucken, wer hier alles angelockt kommt. Dass eventuell Kahn auch ein bisschen was machen kann. So, Kaden bleibt bei Sakura. So, Tsubaki, ja, der ist auch mal einfach nur zum Sammeln denn da. Tsubaki sammelt sich. Einfach mal singen. Für die Erfahrungspunkte. Kriegt er immer noch schön 10 Stück. Alles klar. Ja, mal schauen. So. Oh. Ey, ohne Scheiß. Ryoma ist einfach zu stark. Jawoll, ey. Ja. So. Aber, ne? Aber so geht's halt. Jetzt hat auch noch sein Schild voll. Sonnenfest. Sehr, sehr schön. So, die haben bestimmt auch wieder... Okay, 9 Trefferchance. Alles klar. Ja, voll übertrieben. Ja, und Crit auch noch. Du Scheiße, ey. Not bad. Jo, da bin ich jetzt eiskalt. Die mache ich jetzt alle down. Positioniere mich bei den Treppen da. Weil da bestimmt noch welche nachkommen. Dann können hoffentlich andere auch mal Erfahrungspunkte sammeln. I will not lose. Ich glaube, Ryoma könnte schon sein, dass wir den jetzt Level 20 kriegen. Mal gucken. Inzwischen 0 Trefferchance. Alter. Ja, Quick, Mann. Oh, 120. So übel. So. Mal gucken. Alles klar. Nur 10 Schaden in Anführungsstrichen, ne? Ouch. Yeah, Kuloboro. Boah, voll weggekrittet. Cool. So, ich hoffe, die anderen kommen jetzt auch alle an. Ja, ja. Sehr schön. Oh, Mist. So. Ich weiß echt nicht, ab wann Xander von alleine anfängt, ihn anzugreifen. Ich glaube sogar, wenn alle seine Verbündeten down sind, das weiß ich echt nicht mehr. So. Wie weit können die denn hier laufen? Ich muss das mal eben markieren. So, okay, das ist schön. Dann mag ich jetzt nämlich was richtig Extravagantes. So. Für die Freundschaft, für die Beziehung der beiden. Was? Boah, okay.
Das war ja cool. So, jetzt kann bloß noch er hier angreifen. Ich überlege, ob ich ihn irgendwie anders gekillt bekomme. Ach ja. Jo, du bist ja kurz vom Level ab. Also komm mal her. So, Meisterbogen. Okay, machen wir Fujin Yomi. 52 Schaden. Was ist denn da los? Boah. Ha! Cool. Level up. Sind alle echt mega stark. Boah, geiles Level up. So, aber dass er so wenig Resistenz hat, ne? Das war ja so ein kleiner Schock, war das ja. So, ansonsten sollte hier alles, eigentlich alles safe sein. So, mal einfach hier einen Stab benutzen. Für Oboro. Die soll aber noch ein bisschen mehr trainiert werden, ne? Ist klar. So, erst müssen die ja alle... Na, die kommen ja zum Glück alle von alleine. Stellen wir uns hier schon mal ein bisschen bereit. Alle hin. So. Genau, hier ja auch an sich. Wartet mal. Die Dicken hier haben eine Reichweite von... Wow. So, der hat ja an sich auch sehr viel Verteidigung. Die hat einen Angriff von 30. Wenn sie den Drachenstein plus hat, hat sie denn eine Verteidigung von... Ach, guck mal, hier ist ja auch noch ein bisschen was. Hält sie das aus? Wenn die hier angreift, das hält sie aber aus, oder? Das müsste sie eigentlich aushalten. Ja, okay, gut. Jetzt macht die bloß noch... Jetzt macht die 0 Damage, alles klar. Ich will ja, dass da ein bisschen auch mal was dabei rauskommt, ne? So, nur für den komischen Fall, dass hier irgendwie gleich was Komisches passiert, ne? Schon mal 2 in die Nähe der Treppe stellen. Oder 3. Oder 4. So. Okay, und ich bin jetzt schon mal doch richtig cool. Hier kann mich ja keiner anderer erwischen. Ja, cool, hier könnte jemanden heilen. Aber nee. So, Senna, was willst du denn machen? Wenn du mir den ersten Schaden verpasst, machst du nur noch 0 Damage. Also ich würde mir überlegen, mich anzugreifen. So, Ende. Kriegen da mal ihre komischen Boni. Sehr schön, 0 Damage. So, okay, da kommen schon die ersten Pferde angeritten. Oh, oh. Nun gut. Ein bisschen fies, warum bewegen sich die jetzt hier nicht mehr? Was soll das denn? Boah, Alter, richtig die Silberwaffen alle. Holy moly. So, muss man vor denen große Angst haben? Ich weiß nicht. So, wie sieht's hier aus? Wartet mal, wenn ich nah rangehe. Es sieht sehr schlecht aus. Warum ist sie denn so schwach? So, hier so Bakis Pike. Naja, werde ich gedoppelt. 32 Übungskatana, ein Doppelkatana. Nee. Dann noch lieber den Drachenstein plus. Obwohl er vielleicht nicht trifft, ne? Mal schauen. Yeah! Mist! Toll! So, ich muss aber jetzt mal hier ein bisschen, ne, auf die eigentlich so ja Acht geben. Holy shit. Hätte ich das mal vorher gemacht. Oh, Mist, jetzt ist hier Kana leider in Gefahr. Mit ihrer 26 Verteidigung kann aber nur einer angreifen. Oh, shit, Alter, der haut aber ordentlich rein, denn. Aber okay. Moment, Leute, wir schaffen das. So, mal schauen. Hab ja Heilung, alles dabei. Und ich werde dann jemanden mit Kana kombinieren. So, weil dann wird sie jedenfalls nicht gedoppelt. Fast Level up. Und dann schaffe ich ja die Dicken da. So, wer könnte jetzt hier sich kombinieren mit ihr? Vielleicht mit ihrer Mutti? Obwohl, sie hat Hitze-Schuh-Diken. Vielleicht mit ihm. Hupsala, warte mal. Nein. Hier, ihr sollt euch kombinieren. Was zur Hölle? Geht das nicht? Doch. Kombi, mit ihr. So, kriegt sie mal Geschwindigkeit plus 3. So, den einen Angriff hier muss ich jetzt leider einstecken. Aber die können sich nicht nebeneinander stellen. Das ist gut. Ein überlebt sie. Definitiv. Hallo? So, einmal letztes Mal Sonnenfest. So, für die 2 KP. So, oh, Sonnenfest ist down. So, die bleiben hier alle mal in Reichweite stehen. Und Tsubaki ist zwar noch mein Heiler. Aber, ja. So, Kombi. Jo. Suppi. Da müssen wir hier mal aufpassen. Mal schauen, was das jetzt wird da. So, hier ist natürlich auch wieder sehr interessant. Und nervig, so ein bisschen, aber... Also, Caden könnte den ja wegfetzen. Und dann kommen ja die alle hier an. Oh, das ist auch nicht so toll, wenn man ehrlich ist. Mache ich einen kleinen Rückzug.
Mache ich einen Rückzug? Was heißt Rückzug? Ne, die können ja sau weit laufen hier. Gott, ey. So, mit Pferdetritt krieg ich echt wenig Damage. So, er wäre jetzt sowieso der Oberkrasse, bloß den werden sie halt deswegen nicht. Ne, ach, guck mal, noch haben die alle ihre Bögen. Ja. Eigentlich müsste man das jetzt voll ausnutzen. Aber. Ach, ich komme leider nicht. Ich komme leider nirgendwo an einen anderen ran. Leider. Ich glaube, ich sollte mich etwas zurückziehen. So weit, wie es geht. So, der kann ja auch nicht so weit. Gott sei Dank. Der schon. Kriegt du überhaupt noch zurückgezogen, sag mal. So, und der hat ja ein Schwert, ne? Wenn er... Na, wohl mit Bogen. Ach, Mann, ey. Die geringe Verteidigung ist so nervig. Ich will natürlich schon irgendwie gerne ein bisschen welche zum Anlocken da lassen. So, wartet mal. Erstmal die offensichtlich ganz weit weg müssen. So. Der leider auch. Ich mach mal eine Kombi zur Sicherheit. Okay. Sicher war sicher. So, der kann aber jetzt nicht mehr angreifen. Alles klar. Sie hat sowieso mega hohe Verteidigungswerte. Aber ich will auch nicht, dass sie sich nebeneinander stellen. Dann mach ich das mal hier hin. So, mit, aber... So. Alles klar. Wir müssten jetzt hier hinter alles safe sein. Mal schauen, ob das so ist, ne? Oh Gott, so, obwohl, warte mal. Er kann 8 Schritte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, gut. Dann kann ich sogar... Ja, sie muss ja sogar richtig weg. Sonst wird sie abgeschossen. Und das darf nicht sein. So, muss ich mal kurz einen Rückzieher machen. Was soll's. So, sie überlebt das auch. Vielleicht triggert er ihr Drachenbiss oder sowas. So, ich muss aber aufpassen. Ne? Oh oh. So, vielleicht macht sie wieder den Himmelsspalter. Mal schauen. Aua. Yeah. Nö. Aber okay. So, wenn jetzt die alle nahe kommen, dann bin ich auf jeden Fall aus der Reichweite der anderen raus. Und kann schön, schön, na, ihr wisst schon. Wow. Hier mit Caden mal ein bisschen was machen. Himmelsschlitz. Auch nur 21. Okay, dann muss das wohl irgendwie nur für Magier oder sowas gelten. Oh Gott, sie kommen, Leute. Sie kommen. So, aber ja, jetzt halt, ne? Wartet mal. Die drei... Okay, gut. Bin hier mega safe. Dann lasst mal. Ich mach's vielleicht, so, dass ich mal besinge und sowas alles. Für die, ne? Für die Zusammenhalt der beiden... Und für das Training von Caden. So. And strong, handsome, strong. Ja, ist okay. Level 16. Sehr schön. So, ja, dann gleich nochmal. Schön besingen hier. Oder mal mit den hinteren da down, weil er noch so mega stark ist. 41 mal 2, ey. Okay. Ah, try hard. Yeah, endlich mal kein unnötiger Crit. Endlich mal ein bisschen, um Zeit zu sparen. Boah, 123. So, Problem solved. Und die Liebe steigt. Okay, jetzt haben wir hier noch einen Typen. Kriegt, okay, wenn Saito den Down kriegen würde, wäre das natürlich sehr, sehr geil. Kriegt er sogar. Hier, Boschurigen Plus, Alter. Oh Gott, hat er denn ein Silberschwert? Warte, der muss ich ja nur von Weitem angreifen. So, Boschuriken. Jawohl! Steigt auch ihre Beziehung und unsere Beziehung ist die stärkste von allen. Done. Yeah. Level an. So, Stärke. Oh, sehr schön. Oh, schön. Schönes Level up. So, ist alles wieder safe, Leute. Dann warten wir jetzt einfach, bis die anderen kommen. Oder locke ich schon mal. Naja. Locke ich schon mal wieder andere hier an. Aber das heißt, ich würde erst die hier anlocken. Aber wartet mal, das würde ja vielleicht sogar gut klappen. Mit Alt-Oroshi. Ah, die habe ich jetzt nicht dabei. Na, okay, gut. Dann nicht, Mann. So, sie ist kurz vor einem Level-Up. Also, Bestientöter reinstabben. Außerdem hat sie ja Geburtstag. Zack! Okay. Not strong enough. Aber Level-Up macht dich hoffentlich strong enough. Level 16. Ja, KP und Resistenz. Okay. So. So, von hier sind wieder neue da, aber es kommt noch keiner weiter. Was ist eigentlich mit dir hier? Mach mal hier ein bisschen Meister Ayumi, Alter. Vielleicht kommt ja der ultimative Crit. Mit 13%. Mal gucken. So, zack. Ja klar, mit 83 daneben. Okay. This is my chance. Ja, ich hab verkackt. Oh, Mann, ey.
This was my chance. Oh, du bist auch bei Level Up, stimmt, ja. Dann machen wir einfach mal Shaken. Oder wohl, nee, ich will das. Ich möchte gern, dass ein anderer die Erfahrungsrunde bekommt. Okay, gut. Geht sowieso nicht. Egal. Hopsala, hopsala und zack, Alter. Sehr schön. Es hat geklappt. Dann kriegt doch ein anderer die Erfahrungspunkte. Okay. Und das soll jetzt halt Caden sein. So, warte mal, dann muss ich mal kurz hier den hier wegmachen. Alles klar, dann ist auch alles noch safe. Es ist alles safe, Leute. Mit Übungskatana. Jupp. Das reicht aus. Will ich meine Werte wieder senken. Zack. Okay. Oh Mann, das ist cool. So, dann heilen wir uns mal wieder ein bisschen hier. Achso, verdammt, sie hat ja gar keine Heilung mehr. Ah, jetzt hat sie keine Heilung mehr. Wie ätzend. Kann ich irgendwas von mir holen? Alter, ich bin ja gar nicht da. Ich könnte mit Falle irgendjemanden herholen, aber lieber nicht. So, die warten hier alle. So, sie ist Oma hier unten und wartet. Okay, und dann gehen wir hier wieder zurück und locken die anderen wieder an. Weil ich auch noch nicht weiß, ab wann da denn neue kommen. Ah, Leute, okay, das war's erstmal für heute. Mal gucken, was der Gegner noch sagt. Der kommt mit neuen Rittern an, Alter. Okay. Noch spawnen keine neuen Lach. Das ist gut, würde ich mal sagen. Und Leute, es wäre auch gut, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ihr könnt eigentlich schon längst die Mission beenden. Ich muss einfach bloß hier killen. Aber nee. Erfahrungspunkte, Leute, ne? Ist klar. Bis zum nächsten Part von Final Fates Vermächtnis. Ciao!